Hi Leute, Xerneck hier und willkommen zurück bei FIFA 15 mit 1860 München. Ja, ich, Xerneck von Nexi, gib alles, möchte jetzt mit 1860 endlich weiter nach vorne gehen. Wir haben hier 1-0 verloren gegen Heidenheim, waren eine enge Kiste. Das ganze Spiel über sehr viel hin und her, keine dringenden Torchancen. Es wird Zeit, dass wir zum dritten Spieltag kommen. Und dort treffen wir auf FSV Frankfurt. Da sehen wir es am 14. Spieltag. Wir haben noch eine Nachricht bekommen. Wir haben irgendwas Ungelesenes. Ich sehe es aber nicht. Okay. Mannschaftstechnisch werde ich mal nicht umstellen. Ich werde es mal so lassen. Nach diesem Spieltag werden wir uns mal den Teambericht angucken, um zu gucken, ob vielleicht der ein oder andere Spieler schon Plus gemacht hat in seiner Gesamtstärke. Aber erstmal gegen Frankfurt wieder zu Hause. Und zu Hause sind wir ungeschlagen. Um 13.30 Uhr in der Allianz Arena. Das Sonntagmittagsspiel gegen Frankfurt. Ja, schauen wir mal hier. Nee, wir gehen los. Und da sehen wir die schöne Choreo von 1860. In der Allianz Arena. Da sehen wir die beiden Mannschaften. Am helllichten Sonnenschein diesmal Okuti und Rodri und Kittel. Dieses Dreiergespann soll für Tore sorgen. Aber auch FSV Frankfurt sollte man nicht unterschätzen. Aber der Favorit hier ist 1860, würde ich sagen. Zu Hause kann man ruhig mal gewinnen, vor allem nach diesem Umbruch in der Mannschaft. Es wird Zeit, seine Fans mal wieder zu belohnen. Wie ich sehe, habe ich leider die Aufstellung übersprungen. Wollte ich eigentlich gar nicht. Oder gibt es die doch nochmal? Die schöne Allianz Arena, wie ihr seht. Ausverkauft, natürlich. Bei einem Zweitligaspiel. Leider der Partie ist Heiner Schnitti. Hatten wir die schon im ersten Spiel? Ich weiß es nicht. Die Mannschaften sind bereit. Wir sind bereit. Los geht's. 1860 von links nach rechts. Und Frankfurt von rechts nach links dann natürlich. Rama. Ja, wird abgedrängt. Okuti ist schon mit der ersten Möglichkeit. Zumindest sind sie nah an den 16 angekommen. Kopfball! Der wurde ja noch gefährlich. Von Rodri. Diese Halbflanke ins Feld. Rodri kommt sogar an den Ball und er wäre reingegangen. Aber der Torwart kann gerade noch so klären. Riesenchance und Riesetat. Hier vom Torwart von Frankfurt. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich konnte es auch noch nicht sehen. Adlung bei der Ecke. Und Tor! 1:0 nach Ecke. Diesmal hat es geklappt und es ist Kittel gewesen, wenn ich es richtig gesehen habe. Adlung. Schön vom Torwart weg. Und der Schiri. Und der Torwart wird vom eigenen Mann umgehauen, wenn ich es richtig gesehen habe. Hier, ja. Kittel kann ihn dann reinköpfen. Eigenes Pech wird nicht gepfiffen hier. Und Kittel mit seinem Tor als Zehner neu eingekauft. Im ersten Spiel nicht ganz so geglänzt, aber hier. Sonny Kittel nach 4 Minuten mit dem 1:0. Und das ist doch ein Anfang, der vielversprechend ist. Der Angriff sofort im Keim erstickt. Jetzt kommt 1860. Steinhöfer. Okuti. Oh, gut gepresst von Frankfurt in dem Sinne. Gut antizipiert. Ah. Frankfurt kommt hier nahe. Und schnell gekontert. Und da geht Rodri.
reagiert vom Torwart. Aber schöner Pass in die Schnittstelle. Oh, Steinhöfer verliert den Ball. Und freie Bahn links, Roschi. Jetzt geht er zurück. Okuti. Ah. Oh, schön von Steinhöfer. Konter. Auf Okuti. Okuti mit dem Schuss. Kittel. Ja, wird nicht gelegt. Kein Foul. Kein Foul. Aber mal gespielt. Oh, wieder eine starke Chance von Okuti. Lohnt sich aber leider nicht mit dem Tor. Oh, das hätte man auch vorbereiten können. Hinten rum. Konter für Frankfurt über links. Oh, gut gemacht von Balic. Und geklärt. Oh, wieder gut antizipiert. Ah, Rodri kommt. Okuti! Ah. Versuch's nochmal. Da kommt leider der zweite, der Rodri. Kommt nicht so schnell mit. Um da vielleicht auszuhelfen. Oh, ganz rechts steht er frei. Chahed. Oh, schön geklärt. Aber nicht gut genug. Oh! Gute Chance für FSV Frankfurt. Schnell durchgesteckt. Gesteckt in Kapala. War da am Ball. Oder Kapla, ich habe keine Ahnung. Konnte leider nicht so schnell lesen, aber Heimeroth stand rechtzeitig da und konnte zumindest sehen, dass der Ball vorbeigeht. Musste nicht mal einschreiten. Und wieder Frankfurt. Oh, jetzt nur Frankfurt hier. Kaum was von 1860 zu sehen. Schön gemacht von Stark. Ah, Kittel mit dem Versuch, das Spiel schnell zu machen. Vielleicht braucht das Spiel ein bisschen Ruhe. Gerade aus der Seite von 8 oder von 1860 braucht es vielleicht ein bisschen mehr Ruhe im Spielaufbau. Aber sie versuchen weiter. Powerplay, Powerplay, Powerplay. Ah, das gibt einen Foul, weil das. Ah, Vorteil. Ah, okay. Hätte eigentlich Foul geben müssen. War zumindest ein Foul. Ah, ungenau. Atlo. Der Hereingeber zum 1:0. Wow, die nächste große Chance für Frankfurt.
Steinhöfer! 11 Mal draufgezogen. Kaplani war es vorhin, habe ich richtig gesehen. Hier mit dieser Chance, Kaplani. Und wir sehen gleich, oder wir sehen schon Nachspielzeit, es ist knapp Ende der ersten Halbzeit. Könnte jeden Augenblick abgepfiffen werden. Oh, was ist denn hier los? Der Ball wird nicht richtig geklärt. Aber jetzt. Ah, wieder nicht. Wieder landet der Ball bei Frankfurt. Oder bei Frankfurtern zumindest. Und jetzt. Pausenpfiff. 1860 führt 1-0, aber ziemlich schwach am Ende, muss man sagen. Stark angefangen, stark nachgelassen. Das hätte auch anders enden können. Mit den Chancen für Frankfurt. Aber 1860 geht mit der 1-0-Führung zur Halbzeit. Nach der 4. Minute schon mit Sonny Kittel. In dieses schöne Sonntagmittagsspiel, wie ich es genannt habe. Und da war sehr viel Druck gleich von Anfang an. Und hier die erste Chance für Rodri, die schon fast drin war, aber schön gehalten vom Torwart. Schön reagiert, aber dann die Ecke, die darauf folgte. Atlung. Und dann die Torwart-Abwehrfehler, muss man hier sagen. Und Kittel konnte ihn verwandeln. Hier nochmal Rodri mit einem starken Schuss. Stark abgewehrt, auch hier. Viel Druck in der ersten Halbzeit, zumindest am Anfang. Aber dann kam nach und nach Frankfurt. Hier unter anderem schön den Ball abgenommen. Hier die Chance für Kaplani. Und hier der nächste Schuss. Geht aber weit drüber. Es ist ein 1-0. Aktuell noch für 1860 München. Ausgeglichenes Spiel. Es gibt auch noch keine Veränderung. Aber bei Frankfurt wird gewechselt. Jelen kommt rein für Schembri. Schön gemacht von Rammer. Oh, Kittel. Auf Okuti? Ne, gibt's nichts. Einfach ein bisschen zu sehr gezögert. Da rennt Okuti auch schon zum Schiri. Ah, nicht wirklich. Das war, glaube ich, der Agger, der zum Einwurf einfach gerannt ist. Zu dicht die Abwehr hier. Ah, schön abgewehrt von Atlung. Okuti. Wird hier überlaufen. Oh, schön die Schnittstelle. Oh, ist das Absatz gewesen? Es ist kein Absatz gewesen. Und der Schuss und Heimerot. Mit der Glanztat hier. Jetzt gibt es aber nachträglich nochmal eine Karte. Wie es aussieht. Nein, es ist ein Wechsel. Es ist ein Wechsel. Der zweite Wechsel bei FSV Frankfurt. Eckball. So fiel das 1-0 auf der einen Seite, aber im Prinzip auf der gleichen Seite, muss man sagen. Und ganz außen, oh, zu schwach ein bisschen. Ein bisschen zu schwach. Und Frankfurt spielt hier wieder. Sie können, das war abseits. Das war clever gespielt. Clever zugestellt. Und weiter geht's hier mit 1860. Spielaufbau. Vielleicht mal ein bisschen mehr Ruhe.
Nein, Fehlpass, stark. Der so sichere, stark, macht hier einen Fehlpass. Und Tor! Da ist es endlich passiert. Muss man ja schon fast sagen. Frankfurt hier mit dem verdienten Ausgleichstreffer. Kaplani, und was für ein Tor war das denn? Fehlpass von Stark hat dies eingeleitet. Und dann hier kriegt er den Ball irgendwie noch quer und Kaplani genau ins Glattenkreuz. Und rein ist er. Da ging gar nichts mehr. Und 1-1. Wieder nicht zu 0. Das ärgert Zenex von Exi vielleicht sogar noch am meisten. Aber auch hier droht jetzt wieder viel, viel Arbeit. Anger. Boah, schön auf Adlung. Corner für Frankfurt auf der anderen Seite. Schön gesehen. Ah. Wollte er durchstecken, Rodri. Ah, auch hier schön gesehen, aber leider nicht sicher genug, oder genau genug. Wieder Fehlpass. Fehlpass über Fehlpass. Schön abgewehrt. Konter, Adlung. Auf Okuti. Okuti! 75. Minute haben wir. Wir werden wieder wechseln. Okuti kommt wieder raus. Dafür kommt Waldschmidt diesmal rein. Valerie wird mal wieder rausgewechselt für Spendelhofer. Und Leonardo für Rodri, warum nicht mal beide Stimmen auswechseln? Und der Dreiwechsel ist voll angezogen. Ich habe es mal überklickt, übersprungen. 15 Minuten noch, hier in München. Nein, das war Leonardo. Leonardo. Versucht's einfach mal aus der Ferne. Warum nicht? Oh, sehr, sehr. Gutes Pressing hier von 1860. Ah, dem Pass hätte man nicht spielen müssen. Der war, glaube ich, auch nicht so geplant. Und Kittel. Da wird schön durchgesteckt hier. Aber auch der geht nicht rein. Am ersten Spieltag war es alles so einfach. Oder sah so einfach aus. Mittlerweile tut sich 1860 richtig schwer. Der Ball geht ins Aus. Nee, doch. 5 Minuten noch. Schuss! Oh! Waldschmidt!
Und der nächste Schuss von Antlung. Oh, 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 1860. Ein bisschen mehr Zielgenauigkeit würde man sich hier wünschen für diese Mannschaft. Zwei Minuten noch. Leonardo! Waldschmidt! Oh mein Gott. Den muss er reinmachen. Dann wird er hier schnell zum Held von 1860. Nachspielzeit. Oh, 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 Pressing über Pressing. Gibt's noch mal eine Torchance? Sieht nicht danach aus. Oder? Noch wird nicht abgepfiffen. Noch wird nicht abgepfiffen. Und da ist Abpfiff. 1-1. Das war ein interessantes Spiel. Starker Anfang von 1860. Dann haben sie nachgelassen. Da kam Frankfurt bis zur 60. und 70. Minute. Frankfurt dann mit dem 1-1 in der 62. von Kaplani. Und dann kam in der Schlussphase nochmal 1860. Aber es reichte nicht. Die Highlights aus diesem Spiel. Gleich hier in der dritten Minute. Rotri mit diesem Kopfball. Das hätte die frühe Führung sein können. War es aber nicht. Aber das stattdessen eine Minute später. Kittel nach der Ecke von... ich habe ihn vergessen. 1-0 von Atlung. 1-0 und hier der schöne Schuss von Rodri, von Okuti. In der ersten Halbzeit auch nach 10 Minuten oder so. War nicht schlecht, war nicht schlecht. Hier ein schönes Tackling. Und da hier der Schuss von Kaplani, der doch daneben ging. Guten Meter vorbei. Hätte auch anders ausgehen können. Hier kam Frankfurt immer stärker voran. Hier auch mit diesem Fernschuss. Aber der geht klar rüber. Vom Barletsch. Aber auch da hat man schon gedacht, okay, hier passiert noch was. Der nächste Schuss. Schön gehalten von Heimeroth hier. Aber auch er wollte nicht reingehen. Hier nochmal ein schönes Tackling gegen Stark. Der nicht so gut war heute. Und hier Barletsch. Blickt quer auf Kaplani in den ins Lattenkreuz. Und da ist das 1-1 gewesen. Zu dem Zeitpunkt wirklich verdient. Dann hier nochmal Okuti weit daneben. Dann kam die Auswechslung, die Dreifachauswechslung. Und dann hat sich das Spiel noch ein bisschen gewendet. Hier nochmal schöner Schuss aus der Ferne. Das sollte aber da nicht reichen. Hier nochmal Kittel, der schon zum 1-0 traf mit dem Kopf. Aber auch hier weit daneben. Wäre nochmal die Chance gewesen für Kittel. Und am Ende nochmal hier die Chance für Waldschmidt. Auch hier wieder schön gehalten vom Torwart. Dieser Schuss ging dann daneben von Atlung. Man sieht richtig viele Chancen von 1860 am Ende. Und hier Waldschmidt, den muss er machen in dem Moment. Fast aufs leere Tor. Aber am Ende ist es ein 1-1. Und 1860 kann sich ärgern, aber sie holen wenigstens einen Punkt. Nimm einen Punkt mit. Spielerbewertungen, Spieler des Spiels ist Klant, der Torwart von Frankfurt. Natürlich. Da muss man mehr rausmachen. Da muss man definitiv mehr rausmachen. Schauen wir jetzt noch mal kurz weiter. Okay, ich will nämlich euch die Tabelle zeigen. Nach dem dritten Spieltag ist 1860 München noch auf Platz 10 mit 4 Punkten. Hat jetzt schon 5 Punkte Rückstand auf die ersten 3, auf Düsseldorf, Leipzig und Darmstadt. Das könnte noch eine Mordsarbeit werden. Aber nichts ist unmöglich. Es ist erst der Anfang der Saison. Gucken wir uns mal unsere Mannschaft an, ob sie sich schon mal ein bisschen verbessert hat. Das ist auch mal sehr interessant zu sehen. Gehen wir nochmal raus, gehen wir nochmal rein, weil der Torwart hat manchmal so buggy. Heimeroth hat sich um eine Strecke sogar schon verbessert, auch wenn er
physisch ein bisschen geschwächelt hat, hat er aber durch Torwartspiel, die Stellungsspiel und die Reflexe hat er verbessert. Dadurch hat er insgesamt einen Stärke abbekommen und das mit 33, Hut ab. Steinhöfer hat ein paar Upgrades, aber noch keinen Gesamtstärke ab. Kagelmacher, Gesamtstärke ab. Valori hat einen Down in der Beschleunigung bekommen, also da ist das Alter halt schon recht, ja, auszeichnend, sag ich mal. Anger mit dem Pluspunkt, dadurch, dass er jetzt spielt auf der rechten oder auf der linken Seite, kriegt er auch gute Werte, wie man sieht. Rammer haut auch ein paar Pluspunkte, aber noch keinen Gesamtstärke ab. Stark mit dem Gesamtstärke ab, der 23-Jährige, klar, jung. Der Captain, glaube ich sogar, er macht's. Adlung auch schon Gesamtstärke ab, sehr schön. Kittel noch nicht, hat auch noch keine Ups bekommen. Warten wir dies nochmal ab, ob er nicht vielleicht ein bisschen braucht oder vielleicht einen Fehler im Einkauf war, man weiß es noch nicht. Rodri macht gute Punkte, der beste Spieler von 1860 mit 72, am meisten Marktwert und ja, er fühlt sich gut, aber er muss noch mehr Tore machen. Okoti auch mit einem Gesamtstärke ab, auch Maruka Gesamtstärke ab, die Leihgabe von Dortmund. Wittek, nada, Waldschmidt schon mit Pluspunkten, aber kein Gesamtstärke ab, aber das könnte noch kommen. Hertner, Gesamtstärke ab. Schwendelhofer, noch gar nichts. Vielleicht muss er mal von Anfang an spielen. Vollmann hat auch nur ein paar Ups bekommen, mental. Schindler keine Ups, Ortega keine Ups, Klaassen keine Ups, das sind die ganzen, die nicht mal mitkommen. Bitya hier kriegt ein paar Ups, auch wenn er nicht mitkommt. Leonardo, ja, kriegt leider keine Ups momentan. Wood kriegt keine Ups, Aigner kriegt keine Ups und Sanchez kriegt auch keine Ups. Ja, sieht ja noch ganz gut aus nach drei Spieltagen. Das war's mit dem dritten Spieltag und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder mit dem vierten Spieltag. Und wie ihr seht, gegen St. Pauli das Freitagsspiel. Freut euch drauf. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.